Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Raven Remastered. Wir sind ja jetzt hier in Ägypten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich würde sagen, wir reden erstmal mit Miss Miller. Miss Miller, ich freue mich, Sie hier zu sehen. Oh, Wachtmeister Zähner. Ich habe gehört, was Ihnen an Bord zugestoßen ist. Schrecklich. Ganz schrecklich. Hat alles ein gutes Ende genommen. Sie warten auf Professor Lucien? Mhm. Schon morgen geht es den Nil hinab, wie ich höre. So ist es. Es wird bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis. Aber Sie wirken nicht sehr begeistert. Oh, doch, das bin ich. Es ist sehr großzügig von der Lady, mich und vor allem Matty einzuladen. Er wird viel lernen. Aber... Nun, Professor Lucien hat angeboten, uns auf der Fahrt zu begleiten. Umso mehr würde Matty lernen. Und Ihnen dürfte das doch auch nicht unangenehm sein. Nein, ich weiß nur nicht, wie Matty reagieren würde, wenn Edgar mitkäme. Ich verstehe. Ich kann ja mal vorfühlen, was er zum Professor als Begleitung sagen würde. Würden Sie das tun? Vielen Dank, Wachtmeister Zähner. Ich glaube, er wird nicht so begeistert sein. Konnten Sie in Erfahrung bringen, warum Professor Lucien uns gestern auf dem Vorderdeck so überraschend verließ? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur kurz miteinander gesprochen. Er war immer noch sehr nervös. So war er auch schon im Zug. Scheint seine Art zu sein. Ich glaube, es hat mit dem Einbruch im Museum zu tun. Das hat ihn sehr mitgenommen. Aber er meinte, ich solle mir keine Sorgen machen. Bald wäre alles vorbei. Tatsächlich? Wie meint er das? Oh, das habe ich ihn nicht gefragt, Herr Wachtmeister. Sind noch andere Passagiere vom Schiff hier? Oh ja, wir sind als Gruppe angekommen. David Kreuzer, der Geiger, war dabei. Außerdem Miss Myers und Mr. Inch. Er scheint den Tod der Baronin gut verwunden zu haben. Er schien geradezu gelöst. Ich habe ihn getroffen. Er schaut nach vorn, könnte man sagen. Wo ist Herr Kreuzer? Er ist dort drüben bei der Schatzkammer. Matty ist unten in der großen Halle. Ich fürchte jeden Augenblick, das Klirren einer unbezahlbaren Kostbarkeit zu hören. Matt wird schon Acht geben, Miss Miller. Ich werde mich weiter im Museum umsehen. Oh ja, es gibt so viel zu sehen. Okay. Wo können wir uns denn hier überall umsehen? Wahrscheinlich nicht hier drüben, oder? Nee. Oh, dann gehen wir erstmal rüber. Genau. Okay, steht er einfach random da und... Herr Kreuzer sorgt heute Abend bei der Ausstellungseröffnung für die musikalische Untermalung. Ob noch etwas anderes auf seiner Agenda steht? Ich frage mich, wie lange die Kreuzfahrt bis hierher war, weil er ja immer noch dieselben Klamotten anhat. Wie ist die Akustik, Herr Kreuzer? Mäßig. Wie bei einer großen Steinhalle nicht anders zu erwarten. Wie fühlt es sich an, unter Mordverdacht gestanden und gerade noch davongekommen zu sein? Die Sache hätte für Sie böse enden können. Sie hatten kein Alibi, es war Ihre Waffe. Ich muss zugeben, ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als von Inspektor Legrand an die Mangel genommen zu werden. Ihre Schnüffelei hat sich diesmal tatsächlich für mich ausgezahlt. Hatten Sie mich nie im Verdacht? Für den Mord? Nein, ich halte Sie für zu intelligent, um jemanden mit der eigenen Waffe zu erschießen und sich für die Tatzeit kein Alibi zu besorgen. Es scheinen gleich mehrere Schiffspassagiere heute Morgen hier zu sein. Fast alle. Ich habe mich kurz mit dem Butler der Baronin unterhalten. Unter uns. Er scheint ganz froh zu sein, die alte Fregatten los zu sein. Herr Kreuzer! Die kleine Miss Myers war auch da. Leider scheint sie schon wieder verschwunden zu sein. Vergessen Sie es. Sie ist verlobt. Und natürlich ist die alte Hex mit der Pflegerin und ihrem Geschraub auch da. Was haben Sie eigentlich gegen Lady Westlecott? Die Lady ist gefühlloser als die Königin der Nacht. Ihren eigenen Sohn hat sie verjagt. Eiskalt abgesägt. Ich kannte ihn flüchtig, ist nach Amerika geflohen, weil er es mit ihr nicht mehr ausgehalten hat. Hat sich einer der Gäste verdächtig benommen? Hat sich jemand besonders für die Schatzkammer oder für das Sicherheitssystem interessiert? Keine Ahnung. Ich prüfe die Akustik, dann bin ich weg und komme erst zur Gala heute Abend wieder. Mich interessieren Ihre Detektivspielchen nur bedingt. Ja, kann ich aber auch verstehen in seinem Fall. Die Zeitungen heute Morgen sind voll mit Berichten über die Geschehnisse an Bord. Ist mir auch schon aufgefallen. Jemand muss noch vom Schiff aus die Presse informiert haben. Vermutlich hat er für die Geschichte eine hübsche Stange Geld bekommen. Und schon wieder will man mir was anhängen.
Aber nein, Herr Wachtmeister, ich war es nicht. Hab nicht einmal dran gedacht. Und wer immer es getan hat, war ein Stümper. Wieso? Die Geschichte ist in allen Zeitungen. Man bekommt mehr Geld, wenn man die dreckige Wäsche der Leute exklusiv an eine Zeitung verkauft. Was glauben Sie, wer es war? Der Junge? Der blinde Passagier? Der Kapitän hat auf eine Anzeige verzichtet und hat ihn heute Morgen laufen lassen. Aber bis dahin saß er die ganze Zeit in der Zelle. Na dann vielleicht Miss Myers. Mitunter will sie Schauspielerin werden und braucht ein bisschen Publicity. Wer auch immer es war, er wollte die Geschichte verbreitet wissen. Und es ging ihm dabei nicht ums Geld. Nur, worum geht es dann? Nun gut, ich freue mich auf das Konzert. Es dürfte ein unvergesslicher Abend werden. Ja, natürlich. Ich kann nicht lesen, was da steht, aber das Titelblatt zeigt ein vorteilhaftes Bild von Legrand. Es zeigt einen energischen jungen Mann von unten gegen den Himmel aufgenommen. So sieht jemand aus, der einen Dieb und Mörder innerhalb nur eines Tages entlarven kann. Ich werde aber auch voll sauer. Altägyptischer Schmuck. Der goldene Siegerring dort mit dem Skarabäus aus Jaspis gefällt mir am besten. In der altägyptischen Kultur wurden diese Käfer als Symbol der Fruchtbarkeit verehrt. Heute werden sie naserümpfend als Mistkäfer abgetan. Den Käfern kann's egal sein. So, wieder was gelernt. So, komm, beweg dich nach vorne. Das dürfte die Schatzkammer sein, in der das Auge des Sphinx ausgestellt werden soll. Die Vitrine steht schon bereit. Exklusiv und einzigartig. Die Augen der Sphinx erstmals gemeinsam in einer Ausstellung. Hoffentlich kommt das Publikum auch für ein einzelnes Auge zu der großen Ausstellung. Wäre sonst ziemlich schade um den ganzen Aufwand. Das stimmt. Gut ausgebildete Wachen sind normalerweise das beste Sicherheitssystem. Allerdings konnten sie in London gegen den Raben nichts ausrichten. Okay. Ich wette, wir dürfen nicht durch, oder? No, Sir. Ich gehöre zur Schweizer Polizei und will die Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Niemand darf die Schatzkammer betreten, bis die Lieferung eingetroffen ist. Tja. Das habe ich mir aber schon gedacht. Aber das ist doch auch überhaupt kein Problem. Wir gehen in die Haupthalle. Da müsste ja auch der Matt sein und mittlerweile mag ich den eigentlich am liebsten. Und wieder der Ladebildschirm. Aber ging diesmal. Hui, hier ist ja viel los. Da sitzt doch die Lady Westmacott, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir schauen uns erstmal die Dolche an. Mehrere Dolche in einer Reihe. Alle wirken einerseits alt, andererseits auch wieder nicht. Die Formen und Muster sind zeitlos elegant. Okay. Oh, ja. Aha. Hier wird gezeigt, wie die alten Ägypter die schweren Steinblöcke bewegen konnten, mit denen sie die Pyramiden und die Tempel gebaut haben. Sie benutzten Seile, Holzschlitten und Stangen als Hebel. Interessant. Wir reden mal mit der Lady. Beeindruckend, nicht wahr? Tausende von Jahren alt und wunderschön. Das ist sie. Sie wurde vor über 50 Jahren bei Theben aus dem Sand gegraben. Ich war dabei. Tatsächlich? Ich lernte dort meinen Mann kennen. Er war Grabungsassistent und wurde vom Grabungsleiter abgestellt, um sich um diese Schriftstellerin zu kümmern. Ich habe in den Jahren danach viele Ausgrabungen finanziert. Hier in Ägypten, im Nahen Osten. Ich besuchte meinen Mann zusammen mit unserem Sohn. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Aber ein Museum ist wohl kaum der richtige Ort, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Was kann ich für Sie tun? Naja, eigentlich ist es genau der richtige Ort, um in der Vergangenheit zu schwelgen, aber okay. Sie hatten wahrlich ein langes und erfolgreiches Leben, Lady Westmacott. Und was soll das bedeuten, Herr Zellner? Dass ich nun bereit bin zu gehen? Das bin ich nicht. Oh, ich wollte nicht. Ich bin hier, weil hier das Leben ist, Herr Wachtmeister. Oder war.
Nie habe ich so sehr gelebt wie hier. Kein Ruhm, kein Geld kann das kaufen. Ich verstehe. Verzeihen Sie mir, Wachtmeister Zellner. Einer Frau in meinem Alter, einer Engländerin, steht ein solcher Ausbruch wohl nicht zu. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Ihr Sohn, Sie haben nicht viel über ihn erzählt. Oder haben Sie das doch und nannten ihn nur nicht beim Namen? Sie sind ein sehr aufmerksamer Zuhörer, Herr Zellner. Ich habe mich gefragt, warum Sie so viel über Miss Millers unglückliche Ehe wussten. Ich hatte aufgehört, seine Rechnungen in den Kneipen zu begleichen. Hatte aufgehört, Reporter für ihr Schweigen zu bezahlen. Er hat sie kennengelernt und ging mit ihr nach Amerika, um ein neues Leben zu beginnen. Man kann seinen Namen ändern, aber nicht so leicht, wer man ist. Er hat meine Augen, nicht wahr? Der Partout-Roman ist für ihn, oder? Wenn ich Matt schon keinen anständigen Vater schenken konnte, dann wenigstens einen guten Start ins Leben. Okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Matts Papa ihr Sohn ist. Als ich an Bord ermittelt habe, kam ich mir vor wie ein Detektiv aus einem ihrer Romane. Sie hatten Glück. Es war ein ungewöhnlicher Mord. Die meisten Morde geschehen im Affekt oder werden von Dummköpfen ausgeführt. Sie sind uninspiriert. Aber Gebhardt hat sich etwas einfallen lassen. Er hätte damit durchkommen können. Ich weiß nicht. Er hat zu viele Fehler gemacht. Er konnte nicht ahnen, dass die Baronin ihre Tür trotz der Müdigkeit von innen verschließen würde. Aber es war ein Risiko. Der Plan war zu kompliziert und er war schlampig ausgeführt. Sie sind aber ein gestrenger Richter, Herr Zellner. Er hätte sie auf dem Nebendeck erschießen und die Waffe in hohem Bogen ins Meer werfen sollen. Ohne Zeugen wäre ihm niemand auf die Schliche gekommen. Wie langweilig. Oder wenn es schon ein komplizierterer Plan sein muss, dann hätte er sorgsamer arbeiten müssen. Hätte alles bedenken müssen, hätte einen Plan B gebraucht. Vielleicht hatte er nicht genug Zeit. Ihm blieben nur Stunden, um den Mord vorzubereiten und durchzuführen. Trotzdem hätte er seine Spuren besser verwischen müssen. Das Tonband, der blutige Laborhandschuh. Nichts davon hätte in der Krankenstation bleiben dürfen. Glauben Sie, dass Dr. Gebhardt der Rabe war? War? Halten Sie ihn für tot? Im Brief klang es so, als habe er sich selber gerichtet. Dann ist das Ihre Antwort. Klingt das nach dem Raben, enttarnt zu werden, den einfachen Ausweg zu wählen? Meine Rede, der Rabe begeht keinen Mord, lässt sich erwischen und springt dann ins Meer. Sie wollen nicht, dass es vorbei ist, oder? Es ist meine Chance, etwas Großes zu tun. Sie darf nicht vorbei sein. Immerhin haben Sie den Mord an der Baronin aufgeklärt. Sie sind ein Held. Die Zeitungen sehen das anders und ich auch. Es fehlt noch etwas. Ich kann mehr erreichen. Vorsichtig, Herr Wachtmeister. Wer zu dicht an die Sonne fliegt, kann abstürzen. Ist das die Geschichte von Ikarus? Ehrlich gesagt, nein. Die Geschichte ist griechisch und wurde erst 1000 Jahre später aufgeschrieben. Ich hatte auf den dramatischen Effekt abgezielt. Oh, hat gut funktioniert. Nehmen wir einmal an, der Dieb ist noch auf freiem Fuß. Wer ist er? Wenn das hier ein Roman wäre, dann wäre es derjenige, von dem man es am wenigsten erwartet. Soll das ein Geständnis sein, Lady Weston? Was wissen wir über den neuen Raben? Er ist ein Mann, der über Leichen geht. Muss es denn ein Mann sein? Und wer sagt uns, dass es nur eine Person ist? Es könnten mehrere Leute sein, die sich gemeinsam als Rabe ausgeben. Also wissen wir überhaupt nichts. Das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass er oder sie hinter dem Auge der Sphinx her ist und vermutlich hier zuschlagen wird. Vorausgesetzt, er oder sie hat sich noch nicht aus dem Staub gemacht. Mir entgleitet die Geschichte, Lady Westmacott. Bald kommt Inspektor Legrand und er wird mich ins Hotel schicken. Dann komme ich heute Abend zur Gala und werde die ganze Zeit hoffen, dass der Rabe den Überfall wagt. Denn schon morgen geht es für mich zurück in die Schweiz. Was wäre das für ein unbefriedigendes Ende der Geschichte? Es wäre kein triumphales Ende, aber auch nicht das schlechteste. Sie wären noch am Leben, Herr Wachtmeister. Werden Sie der Gala heute Abend beiwohnen, Lady Westmacott? Aber natürlich. Die Kultur, die festliche Stimmung. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zu einem spektakulären Überfall. Und Ihre Bootsfahrt? Das Schiff fährt erst morgen los. Und glauben Sie mir, für das hier würde ich die Fahrt auch ausfallen lassen. Wie immer, ein gleichsam unterhaltsames
und erhellendes Gespräch, Lady Westmacott. Mir werden unsere kleinen Plaudereien fehlen, Wachtmeister Zellner. Machen Sie es gut. Alles klar. Wir haben uns wieder irgendwas Wichtiges aufgeschrieben. Ich gehe mal alles durch. Nö. Oh, ich glaube, das hatten wir noch nicht gelesen. Ich kenne das Motiv des Doktors nicht, aber ich vermute, dass es in der Vergangenheit der beiden liegt. Okay. Lady Westmacott ist die Großmutter von Matt. Sie hat einen Sohn, von dem sie sich entfremdete. Er heiratete eine junge Amerikanerin und zog mit ihr in die USA, wo sie einen Sohn bekamen. Das erklärt, warum Lady Westmacott so an Matt interessiert ist. Vielleicht will sie einiges gut machen, das sie bei ihrem eigenen Sohn falsch gemacht hat. Das wissen wir alles. Es war Dr. Gebhardt. Er hat die Veronin ermordet und wollte dasselbe mit mir tun. Er hat mich unter Drogen gesetzt und ich konnte ihm nur knapp entkommen. Er sprach davon, dass ich ihm etwas anhängen wolle, dass ich Beweise platziert hätte und fragte, warum ich ihn nicht einfach hätte in Ruhe lassen können. Ich glaube, er ist wahnsinnig. Von Dr. Gebhardt fehlt jede Spur. Vielleicht hat er sich ins Meer gestürzt, wie er in seinem Abschiedsbrief geschrieben hat. Oder könnte er noch leben? Alter Rabe, neuer Rabe. Inspektor Legrand hegt den Verdacht, vor 5 Jahren den falschen Mann erschossen zu haben. Wenn dem so wäre, könnte der Rabe zurückgekehrt sein. Als Hinweise darauf führt Legrand die Rabenfeder und die Handschrift des Briefschreibers an, so wie dass dieser ihn Nico nennt, was angeblich nur der alte Rabe getan hätte. Aber sind das überzeugende Hinweise? Für mich nicht. Die Rabenfeder als Zeichen des Raben war allgemein bekannt. Handschriften kann man fälschen und dass Le Grand auf seiner Jagd damals als Nico verspottet wurde, könnte ein Polizist oder sonst jemand, der damals mit dem Fall zu tun gehabt hatte, verraten haben. Die Vorgehensweise passt einfach nicht. Das muss man doch sehen. Der alte Rabe war darauf bedacht, niemanden bei seinen Einbrüchen zu verletzen. Der neue Rabe wollte uns in die Luft jagen. Ich glaube, Le Grand ist auf dem Holzweg. Das Bekennersträuben des Doktors hat mich nachdenklich gemacht. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er nicht hinter allem steckt. Aber ich habe keine Beweise dafür. Das Schreiben ist aber auch aus einem anderen Grund höchst interessant. Es beweist, dass derjenige, der hinter allem steckt, vor 5 Jahren beim vermeintlichen Tod des Saben anwesend war. Ist es also doch der alte Rabe, der zurückgekehrt ist, so wie die Zeitungen behaupten? Kommentar. Okay. Die spektakulären Entwicklungen im Fall Augen des Wings, siehe Titelseite, Seite 3, 5 und 9, zeigen uns vor allem eins. Verbrecher bleiben Verbrecher. Viele von uns in der Zeitung eingeschlossen haben einige der Taten des Samen im Laufe seiner Karriere als gelungene Streiche und clevere Gauner rein verharmlost. Für einige war er eine Art Held, der die Polizei an der Nase herumführte und uns schmunzeln ließ. Doch nun müssen wir uns eingestehen, dass wir einen Mörder applaudiert haben. Einen Mann, der mit Sprengladungen Menschenleben in Gefahr brachte und in mindestens einem Fall ein Menschenleben genommen hat. Verbrecher sind und bleiben Verbrecher. Wir als Gesellschaft sollten es nicht vergessen. Rupert Turner, Chefredakteur. Das wissen wir schon. Baron von Tribitz wurde von Dr. Gebhardt erschossen. Ich kenne das Motiv nicht. Müsste ich raten, würde ich wetten, dass es mit dem Krieg und den toten Familienangehörigen der Baronin zu tun hat. Das wissen wir. Wissen wir auch. Kein Blut, das haben wir auch gelesen. Das Museum ist heute tagsüber für die Allgemeinheit geschlossen und heute Abend bei der Gala sind nur geladene Gäste
Gäste zugelassen. Ich schätze, dass der Rabe dann zuschlagen wird, sofern ich recht habe und er immer noch auf freiem Fuß ist. Museumsdirektor Mokhtar scheint zu glauben, dass Le Grand Dr. Gebhardt entlarvt hat. Irgendjemand hat die Zeitungen informiert und wohl einige Tatsachen durcheinandergebracht. Umsehen. Solange der Tresor noch nicht eingetroffen ist, sollte ich die Zeit nutzen und mich umschauen. Aber bevor wir uns weiter umschauen und auch mit Matt quatschen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen, damit ich hochladen kann, damit auch eine Folge rauskommt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.